Betriebsstörung. Kann noch eine Weile dauern. Ach, bitte pfeif doch jetzt. Mir gefällt das nicht. Ich bin schwindelig. Ich auch. Also wenn der jetzt die Gelegenheit wahrnimmt, springt sie in den nächsten Minuten aus der Gondel. Du, die Dinge stellen sich auf den Kopf. Ich kann dich nicht mitnehmen nach New York. Dass du in New York dein schreckliches Unwesen treiben würdest, unter meinen eigenen Augen. Na, der Gedanke ist mir unerträglich. Aber ich kann mich doch in New York ganz anständig benehmen. Das ist mir ja viel, viel lieber. Nein, nein, Nicole. Wenn du dich an das andere so gewöhnt hast. Erwin, ich bin wirklich ein, ich bin ein ganz... Ich weiß ja, was du bist. Leider. Ja, leider. Es war schrecklich, dich kennengelernt zu haben. Aber es ist ja gar nicht wahr. Es stimmt ja alles gar nicht. Ich war noch nie eine Geliebte. Ich habe sie ja gar nicht erlebt, die Memoiren. Wir haben das alles zusammen geschrieben, meine Eltern und ich, um Geld zu verdienen. Was? Was machst du denn? Lass mich los! Du Betrüger! Hier war ich rein! Hilfe! Hilfe! Mir gefällt das nicht. Ich ahne Furchtbares. Fort aus meinen Augen! Du bist ein anständiges Mädchen. Ich habe mit dir nichts mehr zu tun. Vielleicht mit ein bisschen mehr Geduld, Herr Baron. So ein Strolch. Ich hab's gern. Ich bring ihn um, den Wüstling. Hat er dir etwas angetan? Das kann man wohl sagen. Das Knie hat er mich gelegt. Verprügelt. Ach, wenn's weiter nichts ist. Warum hast du ihn denn nicht gebissen? Das Schlimme ist, dass ich's nicht begreife. Zuerst hat er mich geküsst und dann mein armes Kind. Du hast dich von ihm küssen lassen, du verworfenes Geschöpf, du? Ja, Vater, mit großem Vergnügen. Erst hat er dich geküsst und anschließend hat er dich versohlt? Nicht anschließend. Dazwischen habe ich ihm gesagt, dass ich ein anständiges Mädchen bin. Das muss widerrufen werden. Kategorisch. Einmal ums Riesenrad herum für 25.000 Dollar. Ach so, das Geld. Das ist auch weg. Ich hab's gewusst. Sie hält nicht durch. Und sowas kriegst du auf den Leim. Das war kein Leim. Er liebt dich. Wenn er dich verprügelt hat, dann liebt er dich, mein Kind. Mutter, das ist Unsinn. Natürlich war es Leim. Eine Falle hat er ihr gestellt. Nein, 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 nein. Ich glaube, Mutter, du hast recht. Da oben, ich habe ihm jedes Wort geglaubt. Das spürt doch eine Frau. Ich spüre nur, dass 25.000 Dollar im Eimer sind. Jetzt geht es um mehr als 25.000 Dollar. Jetzt geht es um das Glück unseres Kindes. Ja, nur mit einem Mann, der kein Vertrauen zu uns hat, gibt es kein Glück. Hingehen und anständige Menschen betrügen. Weißt du, wo du hingehörst? Wo glaubst du, gehörst du? Ins Gefängnis. Wegen Vorspiegeln und falsche Tatsachen. Eigentlich gehörst du auch ins Gefängnis. Weil ich dich übers Knie gelegt habe? Das stimmt. Das ist Körperverletzung. Nein, nein, nein. Auch wegen Vorspiegelung falscher Tatsachen.